Guten Tag, mein Name ist Jouni Jokela. Ich habe gerade ein YouTube-Video hochgeladen von einer Mail-Struktur, was geht um die Präsentation, die habe in Istanbul Hydroenergie 2014 erhalten. Und da war es die letzte Dia, vollgeschrieben mit kleinem Text, was vielleicht jemand interessiert. Und dafür haben Sie dieses Video gefunden, vielleicht. Also sprechen wir darüber etwas mehr. Und ich mache das jetzt leider auf Deutsch, wegen ich bin Fan von Schweiz. Sagen wir so. Ich zoome das wieder nach. Da. So. Also, schauen wir erst das Dia. Es ist da. Wenn du das jetzt nochmal lesen willst, drücke doch Pause und nehme die Zeit. Da ist was erzählt, das habe ich einfach auch so spontan geschrieben. Das sind jetzt alles nur meine Überlegungen. Also, gehen wir genauer näher drin. Also, da war erst eine Weltmap, aber ich erzähle nochmals dieses ganze Prinzip, was da mir ausgesehen drin steckt. Also, ich gehe darum, dass die Sonne erzeugt das Weltrotation, und zwar über Wärmedehnung. Also wenn man überlegt, dass diese Sonne hitzt die Atmosphäre, dann die Gasen wird geheizt. Und da kommt automatisch Wärmedehnung. Und wenn das ganze Erde ganz genau rund wäre, dann wäre diese Wärmedehnung in jede Richtung gleich. Aber doch, das ist nicht perfekt rund, und deswegen geht die Gase in irgendeine Richtung etwas leichter als sonst. Und dann ist diese Bewegung von Wärmedehnung doch nicht in Balance. Und wenn das nicht in Balance, dann in eine Richtung sind die Kräfte größer als sonst. Also, gemäß Newtons Gesetze muss es anfangen zum Rotieren. Und wenn es hat mal angefangen zum Rotieren, geht es diese Berge und Ungleichmäßigkeiten doch nicht gleichen Weg. Und dann kommt die Frage, wie geht es weiter? Und da habe ich überlegt, dass es geht so weiter, dass die Dichte von dem Gas ist doch schwerer, wenn das kalter ist. Also die Gas, was kommt von der Nacht, ist kalter, also schwerer. Und die Gase, was geht an die Abend, sind leichter, also dünner. Und deswegen diese schwerere Gas ist immer eine Barriere, wo entgegen diese Wärmedehnung drückt, und dann macht die Fließrichtung immer gegen Abend. Und so wird vielleicht einen stabiles Rotation erzeugt. Und wenn das ist mal erzeugt, dann beschleunigt die Drehgeschwindigkeit bis ein Niveau, wo diese Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht sind so klein, dass es kann nicht mehr Zusatzgeschwindigkeit gewinnen, und alle diese Drehimpuls erzeugt durch diese Wege ist vernichtet
durch innere Verluste an Atmosphäre. An die innere Verluste von den Fluids an Atmosphäre. Also darüber gehen wir zu meinem weiteren Denkwesen, dass die Drehgeschwindigkeit würde dann abhängig sein von den inneren Verlusten. Und es bedeutet, dass eine Meeresströmung hätte natürlich eine größere innere Verluste als eine Atmosphäre. Eine Strömung, was passiert in der Atmosphäre und so weiter. Aber gehen wir doch noch einen Schritt zurück an dieses Rotation durch Wärmedehnung in der Atmosphäre. Man kann einige Bestätigungen finden aus Planeten. Die einige Planeten, wer hat seine Atmosphäre schon verloren, dreht ziemlich langsam. Aber die anderen Planeten, wer hat eine große Atmosphäre oder sogar sind voll Gasplaneten, dreht sehr schnell. Und die meist interessante Planete ist Uranus, was dreht eigentlich in falschen Richtung. Aber mir ausgesehen, es gibt keine falsche Richtung, aber wenn man den Uranus näher schaut und die ganze überlegt, dort findet man schon einige Antworten, mir ausgesehen, aber was weiß ich überhaupt. Also, zurück an den inneren Verluste. Also wenn das Erdrotation ist erzeugt durch dieses Phänomen. Es bedeutet, dass die innere Verluste verändert die Drehgeschwindigkeit, also die Länge des Tages. Und davon können wir ausgehen, dass wenn die Meeresströmungen findet nicht statt, müsste die Drehgeschwindigkeit der Erde viel höher sein, als was sonst mit Meeresströmung. Und wenn das schneller rotiert, dann ist die Fliehkraft auch größer in der Atmosphäre. Also die gleiche Phänomen, was erzählt die Ringe des Saturns, mir ausgesehen. Es bedeutet, dann die Atmosphäre ist noch dicker am Äquator, als es ist heute. Und wenn die Gasmenge sind doch gleich, es bedeutet, dass es muss noch dünner sein in den Polen, in Südpol und Nordpol. Und das könnte erzählen, die Grund, warum es das Eiszeit stattgefunden hat. Also ich gehe darüber, dass die Erde hat damals sehr schneller rotiert. Ja gut, wir können auch doch noch weiter schauen, diese Erdrotation, und dann mir ausgesehen, es wäre möglich oder logisch, dass es ist nicht nur die Tagesrotation, was kommt von der Sonne, aber auch die Jahresrotation, also die Tagesrotation ist doch die, wenn die Erde rotiert, ist um seine eigene Achse, aber die Jahresrotation ist, wenn das Erde rotiert um die Sonne. Und diese Rotation um die Sonne könnte ich vorstellen, dass es kommt davon raus, dass wenn die Wärmedehnung kommt von der Sonnenzeit erst und dann immer an Abendzeit ist das Luft heißer, also die Volumen ist größer, also die Atmosphäre dicke muss auch größer sein als am Nacht oder sagen wir dann lieber am Morgen. Und das bedeutet, dass am Abend sind das Luftdicke am größten und am Morgen sind das am dünnsten. Es expandiert immer Richtung Abend was ist das deutsche Wort, wird beschränkt auf Morgenseite. Also da kommt ein Impuls nach Abendseite und noch ein weiterer Impuls an gleichen Richtung, an Morgenseite. Und dieses wäre dann senkrecht
Richtung Sonne. Und so wäre das möglich, dass auch die Rotation um die Sonne ist erzeugt durch die Sonnenstrahlung. Also das macht auch die Länge des Jahres abhängig von diesem gleichen Phänomen. Also ich habe jetzt erzählt schon kurz von der Eiszeit, dass wenn das Erdhalbkugel schnell rotiert, wäre das Eiszeit möglich gewesen. Und da sind die Google Maps Karte vorhanden in meinem Bildschirm. Ich zoome da nachher. Schauen wir das genauer an. So. Und das Präsentation war um Mel-Drop-Struktur. Und ja, da sind die Eiszeit immer noch zum Sehen. Da sind die Schweiz. Und da sind die Amerikas. Jetzt, was sehe ich hier? Ist mir ausgesehen eine Mel-Struktur. Oder Mel-Struktur ist auch eine Damm-Durchbruch. Ich schaue die Entschuldigung, das habe ich noch nicht vorbereitet vorhanden erhalten. Aber schlussendlich schaue ich jetzt diese Struktur da. Da sind eine Formation an Wasser. Und mir sieht das so aus, dass da wäre eine große Dammdurchbruch stattgefunden. Und dann ist diese Erdmassen hier gerutscht. Ich zoome das noch näher. Dann siehst du das besser. Also. Hier wäre ein Damm gewesen und da ist dieser Durchbruch passiert und die Erdmassen hat dort geflossen. Das war ich vorher an dieses Buch schon drin. Ja, also, das ist hier, in diesem Buch sind mehr gesprochen von diesen Mel-Strukturen und da findet jeder, wer will, mehr Informationen von dieser Mel-Struktur und wie das macht, eine Damm-Durchbruch-Formation. Also gehen wir einfach weiter mit dem Thema. Also wenn da wäre eine Damm-Durchbruch vorhanden, dann könnte dieses Theorem auch erzählen, warum sind die große Flut stattgefunden. Schau die Weltkarte noch wieder. Es wäre dann möglich gewesen, wenn diese Erdrotation durch die Sonne hat eine riesengroße Wind erzeugt. Und dieses Wind hat alle die Wassermassen an diesem großen Pazifik-Ozean gesammelt. Die Wassermassen wären gedrückt gegen Amerikas. Und dann wäre das möglich gewesen, dass gleichzeitig an die Atlantikseite wäre die Wasserniveau viel niedriger geblieben. Also dann können wir schon schauen, diese Flachmeere, da ist eine Flachmeerregion, da ist eine Flachmeer, da ist eine Flachmeer und da ist eine Flachmeer. Wenn diese Logik stimmten, dann sollte das so sein, dass die
die Flachmeere, was hier findet, sind nicht so tief wie die Flachmeere, was hier findet. Und es sollte schon gleichmäßig balanciert werden, dass die Tiefe würde immer niedriger wie in Australien und so. Und das stimmt doch. Bitte schauen Sie das auch selber an. Das stimmt doch. Diese sind die tiefste Flachmeer, was man finden überhaupt kann. Und das sind die wenigsten tiefsten Flachmeere. Also, doch, das wäre möglich. Aber dann noch die Eiszeiten und so. Also die Eiszeiten hat sicher auch viele Eismassen gesammelt an die Polen. Und es ist durchaus möglich, dass die Eismassen alle sind bis hier völlig gefroren gewesen. Das ist auch in Nordpol so gewesen, dass die Eismassen bis hier gekommen. Also ich bin von Finnland und in Finnland, Suomi. Die Suomi war mit den Eismassen völlig gedeckt. Also ich kenne die Eiszeit ziemlich gut. Also, das bedeutet, dass wenn die Eismassen sind da, da ist der Äquator, dann sind auch die andere Seite die Eismassen bis hier geblieben. Also dann ist das doch nicht möglich, dass es hier einen Dammdurchbruch stattgefindet, wenn das ist alles völlig gefroren. Also die Sachen muss angefangen werden, vielleicht von hier. Das ist ein niedriges Platz, Wasser zu überfließen. Und wenn dieses Areal ist nachher gesaugt, man sieht sogar eine Überströmung Platz hier in Guatemala. Ist schon möglich, dass die Wasser ist hier übergeflogen. Dieses Überfließen ist über langere Zeit stattgefunden und diese Formationen sind durch diese Wasserströmung erzeugt. So genau habe ich das auch nicht studiert, aber ich sehe das gut möglich. Es sieht schon wie eine Erosion schaden. Diese alle Formationen da. Ja gut, also das bedeutet, dass am sehr Anfang hätte die Erde sehr schnell rotiert und dann am ersten sind hier eine Überfließ stattgefunden, dann wird die Erdrotation verlangsamt und wenn das ist dann genug viel verlangsamt, wäre dann möglich gewesen, dass die Eismassen sind hier geschmolzen und dann schlussendlich sind eine Dammdurchbruch stattgefunden. Und das kann tatsächlich der Grund dafür gewesen sein, was die große Sintflut, wie ist das überhaupt auf so eine Sintflut? Ich kann nicht so gut sprechen, diese jede Wörter. Ja, diese meine ich, die sind gut. Auf Englisch. Die Flutmap mit The Great Flood. Ja, okay, gut. Ja, also, dann schauen wir näher an die Schwarzmeere. Da haben wir auch Flachmeere. Und sowas. Und hier haben wir auch Flachmeers vorhanden. Und dann wäre das möglich, dass hier war ja auch trocken gewesen. Aber dann kommt das Flut, überflutet und füllte diese Black Sea, Schwarzmeer. Und dann wäre auch möglich gewesen, dass wegen hier ist das Wasserniveau niedriger gewesen. Also hier, ich sage mit dem Finger, dass in Atlantis wäre die Wasserniveau niedriger als im Indianischen Ozean, wegen der Ungleichheit, dass
dass auch hier ist eine Überströmung stattgefunden. Das ist, habe ich nicht so ganz genau errechnet, aber das könnte, klar die Karte nicht an, also das könnte die Rotes Meer-Ereignis erzählen. Obgleich das ist doch gleichzeitig passiert, wie das Sintflut. Das, ich meine, dass wenn die Wasser ist erst gefallen, ist das dann erst trocken. Und dann, wenn das ist mal völlig balanciert, kommt das Wasser auch wieder zurück. Ja, das ist schon zu kompliziert, nur in meinem Kopf zu simulieren. Also das braucht so ein vollständiges CFD vielleicht. Also gut, das war's. Das war's, es kurz gesagt. Also ich denke, dass die Erde rotiert wegen der Sonne und dass die Erde rotiert auch um die Sonne, wegen der Sonne. Und dass die Tageslänge ist nicht konstant und auch dass die Jahreslänge ist nicht konstant. Und es bedeutet, dass es ist dann korrekt in die Bibel geschrieben, dass Noach tatsächlich 960 Jahre alt geworden ist. Es ist nur so, dass die Jahre war damals kürzer als sie sind heute. Also sie sind vielleicht gleichmäßig alt geworden, hat nur mehrere Jahre gelebt. Wenn Sie das jetzt verstehen, was ich meine. Also, ja, schauen wir dann Fluctuations. On air rotation. Fluctuation on the length of the day. Tatsächlich. Es findet sowas statt. Also es bedeutet doch, dass wenn die Weg um die Sonne ist nicht volle Grund, eher eine Ellipse, dass die Tageslänge müsste doch kürzer sein, wenn die Erde ist näher die Sonne, und es müsste doch länger sein, wenn die Erde ist weiter entfernt von der Sonne. Und diese Fluktuationen ist doch Sichtbares vorhanden. Es ist nur Millisekunden, aber trotzdem. Sowas. Gehen wir zurück. Also, wie sollte ich das jetzt sagen? Klimawandel ist Quatsch. Da kannst du, das ist eine neue Religion. Und das, was ich hier erzähle, ist mir ausgesehen eine ganz genau so klare Bestätigung, dass die katholische Kirche hat Quatsch gesprochen an dem Zeitalter von Galileo Galilei, als ist jetzt diese Klimaerwärmung und sowas. Und es geht doch alles nur ums Geld.
die Kirche wollte Steuern von den Bevölkerung sammeln. Und jetzt wollen sie auch CO2 Geld sammeln. Ich kann nicht mal verstehen, wie dieses Geld könnten die CO2 oder sogenannte Klimaerwärmung verhindern. Aber wichtig ist doch, die Geld zum Sammeln von der Bevölkerung. Also ich hätte noch ein weiteres Thema von dieser, aber das lasse ich für ein zweites Video. Vielen Dank. Ciao.